Ihr wisst, ihr seht, diese Pflanze zeigt unseren Spielfortschritt. 5 Blüten sind bereits offen, 3 fehlen noch. Wir machen weiter beim Bee Simulator. Finde heraus, was los ist. Okay. Ich erzählte Ihnen von Welt. Was ist hier los? Ist der Baum in Gefahr? Hm? Irgendein seltsames, fliegendes Ding. So etwas habe ich noch nie gesehen. Die Menschen. Sie müssen zurückgekommen sein, um unseren Baum zu zerstören. Oh no. Menschen? Ich höre ihre lauten Maschinen nicht. Ich bin sicher, dass es eine Erklärung gibt. Ich gehe nach draußen und sehe nach. Dann wollen wir doch mal... Ja, ist ja immer noch... Da steht er, der Peter. Während des Ersten Weltkriegs wurde Honig zur Behandlung der Wunden von Soldaten verwendet, weil er sowohl eine antiseptische Wirkung hat, als auch Feuchtigkeit anzieht und absorbiert, was ihn zu einem wertvollen Heilmittel macht. Hanukkah-Honig, ne? Dieser, der ist extrem teuer, soll aber für alles gut sein. Hanukkah-Honig, oder? Hat jemand damit Erfahrungen? Hat mir die Apothekerin schon öfter nahegelegt und ich jedes Mal so, haben sie nichts Billigeres? Aber viele schwärmen davon, soll ein echtes Wundermittel sein. So, ich sammle instinktiv Pollen, weil ich bin halt echt eine Honigbiene. Menschen, was ist das denn? Was ist das für ein seltsames Licht? Was ist das denn? Lass das seltsame Objekt nicht entkommen. Alter, was ist denn das? Soll das eine Art Drohne darstellen? Oh, die Pollen sind nicht mal... ich dachte, das sind... Ich dachte, die muss ich auch einsammeln. Ja, sieht auf jeden Fall mechanisch aus, die Sache. War das extra da für die Bienen? Hat das nichts mit der Bedrohung für den Baum zu tun? Also ich verstehe die Story halt auch nur so, dass die Menschen... Vermutlich ist der Baum zu alt oder so... Und muss gestutzt werden, oder was? Aber die Bienen wissen das nicht. Was? Der Uhu! Was zur Hölle, Mann? Müssen wir jetzt... Die Eule hat sich das gerade geschnappt. Uhu, Eule, ich tue mich da ein bisschen schwer. Armes Ding, es muss so verängstigt sein. Aber ich kann den Unterschied zwischen Krokodil und Alligator... Armes Ding, es muss verängstigt sein. Meint die jetzt ernsthaft die Maschine? Ja gut, Bienen wissen halt, sind halt nicht so... Also die gute Maya hier hat noch ein begrenzteres Allgemeinwissen als ich. Respekt an der Stelle. Das halt auch erstmal hinkriegen. So, ich drück auf die Tube. Sie hat es fallen lassen. Sieht aus, als wäre es nicht verletzt. Verletzt. Ich schätze, Eulen ist... Ha, diesmal kriege ich dich. Die macht sich um alles Sorgen. Verliere es nicht. Aber ich flieg... Gerade wo ich sage, ich flieg schon besser, verpasse ich einen Ring. Da muss ich ein bisschen auf die Tube drücken. Bienenpower, los! Bienenkraft auf R, man merkt es kaum. Aber man ist trotzdem ein bisschen schneller. Ich hol's ein. Sieht ein bisschen merkwürdig aus, wie so ein Palim Palim. Der Pokémon vor allen Dingen. Schöner Ort übrigens. Ah, da ist er. Der steuert. Von einer gemütlichen Parkbank aus. Ja, eine Drohne halt. Sag ich doch. Ich verstehe. Es ist eine künstliche Bienendrohne. Melde die Ergebnisse. Nee, musst du gar nicht mehr eingeben. Was für ein Zeitalter bin ich denn? HTTP, Doppelpunkt, /, www. Ich nehme mal was von deinem Muffin, okay? Ja, wenn du nicht willst, ich nehme ihn gerne. Nom, nom, nom. Ich
Am besten sind ja die Leute, die in die Suchleiste Google eingeben, um zu googeln, ne? Das war halt nicht immer so, aber die meisten Browser haben das ja schon so standardmäßig, dass die Suchleiste schon Google ist. Deswegen finde ich es immer witzig, wenn da eingegeben wird Google, um nach Google zu googeln, damit du dann googeln kannst. Ja, ich komme noch aus dem Zeitalter, da habe ich mir die ganzen, habe ich abends im Fernsehen die ganzen Websites aufgeschrieben, www.post.de oder was weiß ich, was in der Werbung kam, und dann in dem Internetcafé die ganzen Websites auszuprobieren, weil alle so spannend sind, irgendwelche Sparkassenseiten oder so, ne? Eine ganz wilde Sache war das. Wilde Zeiten. Und Drohnen, ihr dürft ja auch nicht verwechseln, dass die männlichen Bienendrohnen heißen. Ich glaube, da rührt der Name von der Maschinendrohne überhaupt her. Ich finde halt nur, dass der Begriff Drohne inzwischen gebräuchlicher eben für diese Maschinen sind. Habt ihr Interesse an sowas? Oder habt ihr sowas? Eine Drohne zum Steuern? Ich finde sowas eigentlich ganz spannend, aber trotzdem ist es mir das nicht wert, mir selbst zu kaufen. Obwohl es inzwischen relativ preiswert sogar gibt, oder? Ist nicht mehr so teuer, wie es mal war. Aber ich finde den Nutzen einfach zu gering, wisst ihr, wie ich meine? Du hast es zurückgeschafft. Was hast du dort draußen herausgefunden? Es gibt nichts, wovor man Angst haben müsste. Es war nur eine künstliche Biene. Ja, kann man so sagen. Eine künstliche Biene? Wow. Sie hilft bei der Bestäubung. Ich habe es gesehen. Ich muss mich verstecken. Jetzt passiert was am Baum. Ich raste. Hier ist es nicht sicher. Ja, hier ist auch nicht sicher. Es wird zusammenbrechen. Hier ist nirgends sicher. Raus hier! Was ist nun los? Es zittert wieder. Oh nein, die Königin! Wir schauen nach der Königin. Was ist hier los? Alle in Panik hier. Zwischensequenz. Dramatische Musik. Wir werden nicht lange durchhalten. Wir müssen ein neues Zuhause finden. Geht und kommt nicht zurück, bis ihr den richtigen Platz für unseren Bienenstock gefunden habt. Alle jetzt? Oder doch nur die Spurbienen? Was für Informationen können uns da helfen? So in Aussicht mäßig. Eindringling, was für eine seltsame Begegnung hatten wir heute Abend. Es scheint, dass die Menschen künstliche Bienen bauen, die Pollen genau wie wir sammeln können. Ein echt seltsamer Start in ein neues Jahr des Sammelns von Pollen. Flieg in die Bibliothek. Die haben wir hier oben. Unsere Bienenstock-Bibliothek ist mit der Weisheit vergangener Generationen gefüllt. Vielleicht finde ich in diesen sechs Ecken etwas Nützliches. Das leuchtet. Start. Aber ich weiß nicht, was ich machen soll.
Da ist ja noch ein Pfeil. Ja, der Pfeil zeigt aber, ich soll rausgehen. Hä? Quasi, ich habe nichts gefunden. Geht's jetzt erst? Ich gehe nochmal. Schon wieder. Was? Wir müssen suchen. Ich erinnere mich, dass andere Bienen darüber gesprochen haben. Die gelben Partikel helfen uns. Ein guter Ort mit vielen seltenen Blumen. Am besten da den Bienenstock hinmachen. Ja, das ist ja klar, ne? Was hätten wir noch im Angebot? Unser Bienenstock muss im Winter gut geschützt sein. Mhm. Es gibt oft gute Orte in der Nähe von Gebäuden mit Menschen. Bäume sind, glaube ich, wirklich besser. Weit weg von Menschen, ich sag's dir. Das ist nur ein gut gemeinter Rat. Dieser Rüpel ist echt eine Plage. Aber er taucht nie in der Nähe des Wassers auf. Ich habe es geschafft. Der Ort wird Bootshaus genannt. Das Bootshaus. Ich denke, ich werde dort etwas finden. Ein neuer Bienenstock am Bootshaus. Ich weiß nicht. Wasser in der Nähe, das heißt ja keine Blüten dort, wo es Wasser ist. Wisst ihr, wie ich meine? Kontraproduktiv. Na, man wird mal sehen. Wohin? Jetzt hat das Beben aufgehört. Sind die Menschen noch am Start oder was ist los? Ein Kilogramm Bienen besteht aus etwa 10.000 Bienen und hat das Volumen von einem Liter. Ein Liter? Ein Messbecher voll ist ein Kilo Bienen? Ja, na klar. Ein Liter und ein Kilo ist ja auch dasselbe von der Menge. Sagt man so Pi mal Daumen, oder? Ich kann gerade keine Blüten holen, das wäre eigentlich cool. Dass wir schneller fliegen können. Dann ab zum Wasser, ne? Ab zum Wasser. Ist irgendwo Süßkram? War ich überhaupt schon mal hier an der Brücke? Ich kann mich nicht so richtig dran erinnern. Anscheinend ja nicht. Brauch was Süßes. Süßes oder Saures. Dann fliegen wir halt langsam, was soll's. Ich bleib trotzdem auf Kurs mit offenen Augen. Und davon haben die Bienen eine Menge. Die haben viele große Klubschi-Augen. Menschen. Ob es hier ein Bootshaus gibt in der Nähe, am Park. Als ob das Stöbern durch die Archive uns jetzt dabei geholfen hat. Hier ist nichts drin. Fake. Ja, aber vermutlich, weil der ganze Müll quer verteilt im Park liegt. Statt im Mülleimer. Man kennt das Phänomen. Was ist denn ein Baum? Oh, guck mal, ein Häschen. Karnickel, hallo. Als ob, Leute, als ob. Weil ich aber auch schon in der Stadt Karnickel gesehen habe. An meiner damaligen Schule. An meiner Grundschule haben sie damals einen Igel gefunden. Ein Igel, Freunde! Ich als Sonic-Fan, schon damals, war hellauf begeistert. Die haben einen Igel gefunden. Verletzt. Haben sie wieder gepflegt. Da ist es, das Bootshaus. Es ist so groß. Ich bin sicher, ich werde ein neues Zuhause für uns da draußen finden. Ja, es wird ein bisschen random, das neue Ziel, aber besser als nichts, ne? Bootshaus, ich sag dir, mach nicht bei den Menschen. Die Menschen wollen keine Bienenstöcke.
Egal, was mir gehören würde, ob ein Bootshaus, Minigolferlei oder sonst was, ich würde den Bienenstock leider entfernen lassen. Schlecht fürs Geschäft, oder? Aber jetzt kann ich mir endlich irgendwas gönnen. Was haben wir denn hier Feines? Oh, das neueste iPhone. Ups, wollte ich gar nicht. Das Ei ist aber wunderbar detailliert. Moins! Stimmt, wegen Wasser ist hier, sind jetzt Möwen hier. Die neuesten Beats-Kopfhörer. Kann ich mir das gönnen? Ich glaube nicht, ne? Nur was so schimmert. Sieht nach einem guten Omelett aus. Donuts! Tasty Donuts! Als ob. Es zählt nicht. Hier, die Törtchen zählen. Alter. Die Menschen, die reden aber immer ein bisschen merkwürdig. Also die Steuerung mit dem Landen kriege ich nie hin mit den Schultertasten. Das ist echt strange. So. Holen wir uns das mal. Zucker. Das gibt Antrieb, das gibt Energie. Schon mal fette Bienen gesehen? Nein, ich meine nicht die Hummeln. Haben wir überhaupt schon Hummeln gesehen? Ich meine, wir haben Wespen, Hornissen. Aber Hummeln? Oh, viel Haut zum Zustechen. Der Geruch von menschlicher Nahrung. So süß, aber gefährlich. Menschliche Nahrung. Wenn wir hier wohnen wollen, sollte ich nach guten Blumen in der Nähe suchen. 10 epische Pollen. One! Aber nimm auch die unepischen mit. Das ist in Ordnung. Hä, aber dann macht's nur Bing bei den richtigen, ne? So viele rote sind gar nicht da. Da müssen wir ein bisschen rumfliegen. Also ich weiß nicht, ob das ein gut gewählter Ort ist. Grashüpfer im Klosser. Ich bin mir nicht sicher, ob das so ein perfekter Ort ist, Maya. Weil so viel ist hier gar nicht. Da war eure aktuelle Wahl 10.000 Mal besser. Ich sag's dir ganz ehrlich. Guck, du suchst ja auch einen Ast nach den epischen Sachen. Da hinten mal wieder. Es ist einfach nicht so viel Grünfläche da. Simpel gesagt. Es ist gar nicht so viel Grünfläche da. Man merkt's. Ging aber schnell vorbei, das eine Kapitel, ne? Mal sehen, wie es läuft. Nicht, dass ich mir wünschen würde. Aber... Alter, hier ist echt nichts Rotes, Mann! Nicht, dass ich es mir wünschen würde, aber... Eventuell ist es ja schon der vorletzte Part, ne? Don't know. Wie es so läuft. Ich habe ja auch schon erwähnt, dass es keinen Spielmodus mit Hirschkäfer oder Libelle gibt. Dass es einfach nur ein Spielstand ist, also das Profil, wie es aussieht. Auch wenn man den Hirschkäfer auswählt, hat man den Spielstand als Biene. Jetzt gibt es natürlich im Spiel noch so viele Nebenmissionen, Kämpfe, Tänze, Rennen. Aber ich glaube, diese Nebenquests... Fessel mich nicht so hart. Das müsst ihr mir nachsehen. So, dann haben wir die Nummer 8. Noch ein. Und complete. Aber ich bin doch schon verdammt weit weg, oder? Hier gibt es viele schöne Blumen. Jetzt gilt es, einen guten Ort für einen Bienenstock zu finden. Die Bäume sind nicht groß genug. Aber was ist mit diesen Steinen? Manchmal haben sie große Spalten. Da?
kommst du auf Ideen? Da wäre doch niemand zum Bienenstock, oder? Kann ich mir nicht vorstellen. Schade. Keine Löcher oder Spalten. Nee. Aber diese Büsche könnten auch ein guter Ort sein. Büsche? Alter Schwede, die Königin wusste dir was. Das sind echt verrückte Vorschläge. Nee, ernsthaft, sucht euch doch wieder einen guten Baum und Judas. Hier stehen so viele Bäume, einer wird sich doch eignen. Jetzt find's es. Jetzt ist soweit. Oh nein. Hey, Biene. Schwirrab. Wesperies. Das ist Wespengebiet und Wespen teilen nicht. Oh shit. Ich habe keine Angst vor dir, du egoistische Wespe. Reese, machen wir Blatt. Der Vater von John Connor. Anspruchsvoller, ne? Aber kein Problem, kriegen wir perfekt, Alter. Perfekt, sag ich dir. Easy peasy, komm, kriegst auf die Ömme hier, auf die Glocke. Schick den ganzen Stamm her, ich mach einen nach der anderen Blatt. Haha. Let's go! Down, Alter, down! Die Energie war schon auf Null und ich hau noch zweimal drauf. Autsch! Hör auf! Hör auf! In Ordnung, ich gehe jetzt! Egoistische Wespen, sie denken, dass ihnen alles gehört. Aber Wespen sind keine guten Nachbarn. Ich sollte woanders suchen. Ja, aber die Blätter sind ganz schön, eigentlich. Bewegen sich aber nicht, wenn man durchgeht. Das war ein großer Pluspunkt damals bei Pikmin, als es für den Gamecube zum ersten Mal rausgekommen ist. Die Kreise bewegen sich, wenn man hinläuft. Ich konnte es mir nicht verkneifen. So. Keine guten Nachbarn. Der Baumstumpf, der ist es. Was ist hier überhaupt? Hä? Ah, da geht's rein. Ja, warum nicht, oder? Es wird nicht so stark am Weg liegen. Jetzt haben wir hier aber das Problem mit einer... Ein schöner Baumstamm, aber zu nah am Boden. Spinne. Alles klar, ich brauche eine bessere Sicht auf das Gebiet. Fliegen wir hoch. Lass uns versuchen, höher zu fliegen. War ernsthaft jetzt die Lösung, höher zu fliegen? Da vom Dach aus. Ich glaube, du bist echt weit weg von zu Hause, kleine Biene. Was für eine Aussicht. Sag mal, vielleicht im Bootshaus. Lass uns rüberfliegen. Ich dachte, das war ganz am Anfang schon Debatte im Bootshaus. Wie gesagt, ich empfehle euch keine Menschen als Nachbarn. Ihr denkt, Wespen wären schlimm? Wisst ihr, was Menschen sind? In der Mitte. Es sieht sicher und gemütlich aus. Da drin, als ob. Uah! Was jetzt? Wow! Ich wurde in diese Maschine gesaugt. Wo bin ich? Das ist nicht gut. Das ist cool. Sofort wieder nach draußen. Alles klar, denk nach. Wie komme ich hier raus? Im Zweifelsfall frag die Einheimischen. Wird hier fleißig gekocht? Gesund, ja? Okay, haben wir das geklärt. Bacon! Bacon! Soll ich dir den Eintopf mal versauen? Bzzz. Oh, was ist ein Kühlschrank los? Viel zu gesund. Nee, hier ist was. Bienenfakt 2. Gibt's im Kühlschrank.
Jetzt im Kühlregal. Bienen haben zwei Mägen, einen zum Essen und den anderen speziellen Magen zum Aufbewahren von Nektar, der aus Blumen oder Wasser gesammelt wird. Dadurch können sie ihn zu ihrem Bienenstock zurücktragen und wieder ausreiern. Oder auskacken. Wie man es sehen möchte. Alter, wer lässt seinen angeknabberten Joghurt? Joghurt Brothers, Alter. Wer lässt den Joghurt einfach offen wieder zurück in den Kühlschrank? So ein kleines Ding, mach das doch einfach leer. Oh, hier, wunderbar. Was ist ein Fischfilet oder was? Nee, Fisch will ich nicht. Oh, gute Blumen, gute Blumen. Nee, was soll ich jetzt hier? Wieder raus. Aber war ein schöner Ausflug. Komme ich so wieder raus durch die Dunstabzugshaube oder? Nee. Oh, ich will den Backofen. Der Lebkuchenmann. Naja gut, hier das Buch ist es. Insekto, was? Hallo? Entschuldigung? Stubenfliege. Hoppla, ein Pollenfresser, Alter. Das muss der schlimmste Ort für dich sein. Nun, ja. Kennst du einen Weg nach draußen? Das ist cool, Alter. Ich führe dich hindurch. Folge mir. Die Stimme ist genial. Hey, warte auf mich. Langsamer. Langsamer? Alter, ich bin zu jung, um von einem Menschen zerquetscht zu werden. Sie mögen uns wirklich nicht. Wir stinken, weißt du? Frag nicht, was wir essen. Stubenfliegen, Alter. Bist du sicher, dass es der Weg nach draußen ist? Nein, Alter. Das ist nur eine aufregende Reise. Entspann dich einfach. Ich zeig dir, wohin du fliegen musst. Gar nicht so einfach hier. Ja. Ich möchte keinen Ring verpassen, aber ich habe Angst, zu langsam zu sein. Das ist es, Alter. Das ist der Ort. Wie cool. Was? Da unten? Keine Sorge, Alter. Es ist sicher. Denk nur dran, wenn der Geruch zu stark wird, atme ihn nicht ein. Und gern geschehen, Alter. Okay, danke, denke ich. Na, dann wollen wir mal, oder? Aber kann ich zurück eigentlich, theoretisch? Theoretisch schon. Lasst uns den nächsten Part in der Wohnung beginnen. Der ist echt wählerisch. Den nächsten Part in der Wohnung beginnen. Und wir sehen uns wieder. Vielleicht zum letzten Mal, also nicht verpassen, Like da lassen. Bis dann und ciao.